Ja, hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Dead in Bermuda. Ich habe mal kurz reingeguckt, also so 5 Sekunden, um zu schauen, worum es in diesem Spiel überhaupt geht. Es ist ein Origin Access, das heißt für mich kostenloses Game. Und ich habe mir gedacht, oh, wäre doch mal was, ne? Das Spiel hat keine Sprachausgabe, schon mal vorab. Also ich werde wieder vorlesen. Es ist so ein, wie soll ich sagen, Click-and-Point-Überleben-Game. Also wir stranden da halt mit ganz vielen Leuten auf so einer Insel und wir müssen halt überleben. Jeder hat Stärken und Schwächen und jeder hat eine andere Aufgabe als der andere. Wir müssen das einteilen. Bla bla bla. Ob es ein Ende gibt, ich weiß es nicht. Ob man da richtig sterben kann, ich weiß es auch nicht. Wir werden es sehen. Ich starte ein neues Spiel. Und, ja. Natürlich auf dem ersten. Ja, da hat es Bums gemacht. Wie alt das Spiel ist, weiß ich gar nicht. Ein paar Stunden nach dem Absturz. Alejandro. Hey, ihr alle. Wir sollten uns zusammensetzen und reden, sodass wir ein wenig mehr übereinander erfahren. Alice, danke, dass ihr alle geholfen habt, ein Lager zu errichten. Es ist herzerwärmend zu sehen, wie wir nach dem Zusammenhalten, nun eben nach dem Horror, der uns widerfahren ist. Wir sollten uns einen Moment Zeit nehmen, um uns einander vorzustellen. Wahrscheinlich müssen wir eine ganze Weile zusammenleben. Ich bin Alice, ich bin 45 und das ist mein Mann Robert. Wir kommen aus Montreal, ich liebe Wandern und Kochen und freue mich, euch alle kennenzulernen. Okay, wir haben schon mal eine Köchin. So, Bob. Ihr könnt alle Bob zu mir sagen. Das ist Robert, ne? Bob, ne? Pischwitzname. Ich weiß nicht wirklich, was ich sagen soll. Als Hobby bastle ich zu Hause ein wenig. Oh, und ich gehe an Sonntagen gerne angeln. Also, hier ist der Langweiler. Alejandro. Mein Name ist Alejandro und ich bin 32. Ich glaube, ihr alle kennt mich. Ich war der Manager der Ferienanlage, in der die meisten ihren Urlaub verbracht haben. Ich wollte nach Hause fliegen. Es war mein erster eigener Urlaub in 10 Jahren. Also, tja. Winters? Hallo, ich bin Dr. Bethany Winters, 28 aus London. Wenn jemand medizinische Hilfe benötigt, kann er sich gerne an mich wenden. Wir haben eine Ärztin. Juri? Sagt nix. Iliana? Mein Vater? Juri? Spricht nicht viel. Bitte entschuldigen Sie ihn. Ich bin Iliana und bin 16. Wir sind aus einem kleinen Dorf in Russland. Ah, und Julia hat meinen Vater im letzten Sommer geheiratet. Julia? Hallo, viel mehr kann ich nicht hinzufügen. Und keiner soll erwarten, dass ich mein Alter preisgebe oder ich müsste denjenigen für immer zum Schweigen bringen. Ja. Jacob? Sind wir fertig? Wir verschwenden wertvolle Zeit. Wir müssen uns organisieren. Ich bin Jacob und ich weiß, wie man in einer feindlichen Umgebung überlebt. Ich habe mich mein ganzes Leben auf einen Fall wie diesen vorbereitet. Ich dachte erst gerade am Anfang Soldat, aber so ein Fanatiker, der auf das Ende der Welt gefasst ist. Während hier alle gejammert und geweint haben, bin ich herumgelaufen und habe ein großes Wasserfass mit klarem Wasser und genügend Holz gefunden, um ein Feuer zu machen. Alejandro? Du hast recht, Jacob, aber vorher schlage ich vor, dass wir einen Moment innehalten, zu Ehren derer, die den Absturz nicht überlebt haben. Sie werden mich sonst nachts heimsuchen, bis ich die Welt verlasse. Bis ich diese Welt verlasse. Okay, Diskussionsergebnis. Effekte. Plus 10 Holz, 2 plus 2 Stein, einmal Zunder?
Depressionen von alle. Achso, alle können Depressionen kriegen. Wir sind Tag 1. Mhm. Winters 20. Okay. Willkommen zu Bermuda. Das ist die Lageransicht, wo du Personen Aktivitäten zuweisen kannst, die sie im Laufe des Tages durchführen. Du kannst die Maus nach links und rechts bewegen, um alles im Lager zu sehen. Personen werden in Aktionsbereich gezogen. Gerade jetzt sind alle beim Lagerfeuer und unterhalten sich. Um eine Person zu bewegen, kannst du sie entweder anklicken und per Drag and Drop irgendwo hinziehen oder sie mit einem Rechtsklick, mein Gott, auf die Person und dann auf den Bestimmungsort versetzen. Bewege einen der Charaktere vom Lagerfeuer zum Aktionsbereich im Flugzeug. Okay, das kriege ich hin. ja. Ui! Okay, warte, erstmal Lager gucken. Mhm. Wir haben eine Bibliothek. Hier sind sie alle beim Lagerfeuer. Hier sitzen sie alle. Er hier mit seinem Hut. Großer Reisekoffer. Hier haben wir das Fass, Wasser, also das Wasserfass. Und der Dschungel. Werkstatt und das Flugzeug. Okay. Bewege eine Person in den Aktionsbereich des abgestürzten Flugzeuges. Bob bastelt doch gerne, oder? Einführung 1 von 13. Diese Person wird das Flugzeug nach nützlichen Ressourcen durchsuchen. Aber achtet darauf, dass der ständige Umgang mit dem Leichen der Passagiere die Depression dieser Person erhöhen wird. Es gibt im Spiel 5 Zustände. Hunger, Depression, Krankheit, Verletzung und Erschöpfung. Wenn eine von ihnen 100% erreicht, wird diese Person sterben. Als nächstes bewege 2 andere Personen in den Forschungsbereich in der Bibliothek. Okay. So. Forschungsbereich. Ja. Ich würde da gerne Iliana. Weil die ist ja jetzt schon am Lesen. Und vielleicht die Ärztin. Ja. Okay, diese Charaktere suchen nach neuen Plänen, um nützliche Dinge herzustellen. Sobald die Fortschrittsanzeige 100% erreicht hat, siehst du eine neue Anleitung. Die Effektivität beim Lösen einer Aufgabe hängt von den speziellen Fähigkeiten des Charakters ab. Jeder Charakter verfügt über unterschiedliche Stärken und Schwächen. Jetzt bewege 3 weitere Charaktere zu den Untersuchungsbereich im Dschungel. Okay. Dschungel, ja, er auf jeden Fall. Kann ja sein, dass das auch nur Gelaber ist, aber ich hätte ihn gerne dabei und dann Yuri, weil, ne, weiß nicht, stark. Und dann würde ich noch ihn hier nehmen, den Alejandro. Diese Personen werden die Insel erkunden. Du kannst aussuchen, welche Quadrat erkundet werden soll. Klicke dazu auf den Dschungel und die gewünschte Aktion auf dem Aktionsrad. Ansonsten werden die abgestellten Personen den Dschungel willkürlich erkunden. Das Letzte, was noch zu tun bleibt, starte ein Feuer. Um neue Dinge herzustellen, die du im Lager nutzen kannst, klicke auf die Werkstatt, wähle Bauanleitung, klicke auf die gewünschte Anleitung. Klicke auf die Werkstatt und wähle Bauanleitung auswählen, dann Lagerfeuer. Okay. Lagerfeuer. Wir müssen ein Lagerfeuer machen, um die wilden Tiere zu verscheuchen und um uns während der kalten Nächte zu wärmen. Das haben wir alles. 10-mal Holz, 2-mal Stein, 1-mal Zunder. Okay, gut. Jede Bauanleitung verbraucht bei ihrer Umsetzung Ressourcen, die du erhältst, wenn du das Flugzeug und die Insel absuchst. Um neue Anleitungen zu erhalten, musst du sie erst mit der Aktion erforschen, freischalten. Das passiert in der Bibliothek. Du hast glücklicherweise genau die benötigte Menge an Ressourcen, um das Lagerfeuer zu machen. Sobald du also Charaktere mit dieser Aufgabe betraust, indem du ihnen die Aktion herstellen zuweist, fangen sie an, das Feuer zu machen. Jetzt bewege die letzten 2 Charaktere dem Herstellenbereich in der Werkstatt. Okay. Mach ich. Ja, die beiden Mädels, die können ruhig Feuer machen. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht gehandhabt von mir. So, okay, das sieht gut aus. Jeder hat eine Aufgabe erhalten. Jetzt lass uns die Zeit etwas vorstellen und uns die Ergebnisse ihrer Arbeit ansehen. Das Spiel hat 2 Spielphasen. Am Tag, AM. Und PM.
an denen du deinen Charakteren beliebige Aufgaben zuweisen kannst und eine Nachtphase. Wenn du bereit bist, klick auf OK und dann auf den Weiter-Button. Ich würde gerne... Entschuldigt, aber die Lau, die Musik, ne? Aber die ist so irre laut. Okay, weiter. Nee, ich würde gerne hier noch ankreuzen. Welchen Quadrat die hier erkunden sollen. Ich glaube, das ist schon erkundet, oder? Nee. Ihr solltet das erstmal erkunden. Ja, solltet das erstmal erkunden. Erkunden sie das denn jetzt auch, oder? Ja, ich denke schon. Okay, weiter. 15 Holz, 7 Seil, oh. Und Mahlzeit, Mahlzeit, super. Früchte, Stoff, Kissen, Tasse Kaffee. Wow. Oh, oh, oh. Und der hat ganz schlimme Depressionen, der arme Mann. Beschreibung. Wir haben etwas hergestellt, Lagerfeuer. Das wird uns definitiv weiterhelfen. Wir haben es geschafft, mit ein paar Steinen ein Lagerfeuer zu machen. Hilfreich war auch ein wenig Holz und ein spezieller Pilz namens Zunderpilz. Du kannst Personen um das Lagerfeuer die Anweisungen unterhalten erteilen, das senkt ihre Depressionswerte. Lagerfeuer zum Lager hinzufügen. Wir brauchen einen geschützten Bereich, um uns vor der Erschöpfung durch die tägliche harte Arbeit und der Sonne zu erholen. Neue Anleitung zur Herstellung von Schlafbereich. Cool. Wir haben 3 Herzchen gekriegt. Das sind die Grundlagen. Hast du bemerkt, wie die Zeit vergangen ist und hast du die Ergebnisse der Arbeit deiner Charaktere begutachtet? Du müsstest auch eine neue Bauanleitung entdeckt haben und genug Ressourcen haben, um das Objekt herzustellen. Wähle die neu erhaltene Anleitung in der Werkstatt und drücke OK. Gut. Schlafbereich. Haben wir alles für sauber. Sehr gut. Etwas herzustellen ist wichtig im Spiel. Es eröffnet neue Möglichkeiten und ermöglicht neue Aktionen im Lager. Also vernachlässige die Werkstatt nicht. Du solltest etwas Nahrung für die Nacht im Flugzeug gesammelt haben. Das wird heute also kein Problem mehr darstellen. Du hast auch einige Früchte, die du in Wasser umwandeln kannst. Was? Okay. Klicke auf das Wasserfass, um deine Wasservorräte zu prüfen und wandle einige Früchte im Wasser um. Geht das wirklich? Wo ist das Wasserfass da? So, konvertiere. Großwasser am Strand, nicht weit. Ja, jede Person verbraucht eine Einheit pro Tag. Verbleibende Wasserressourcen 50. Konvertieren. Nochmal. So, jetzt haben wir erstmal 67, das reicht. Wasser ist sehr wichtig. Wenn deine Vorräte 0 erreichen, ist das Spiel zu Ende. Ein Mensch kann ohne Wasser nicht lange überleben, also nutze diese Früchte weise. Deine Charaktere sind zurzeit etwas depressiv. Du kannst ihre Depression senken, indem du sie sich um das Lagerfeuer herum unterhalten lässt. Bewege mindestens 2 Personen zu den unterhaltenen Bereichen des Lagerfeuers. Okay. Wer hat denn hier Depression? Wer von euch hat Depression? Der Bob, der hat Depression. So, der Bob, der setzt sich da jetzt erstmal hin. Komm, der kann sich mal mit seiner Frau unterhalten. Du kannst die Werte deiner Charaktere auf verschiedene Arten senken bzw. verbessern. Einer der Wege ist es, spezielle Objekte zu benutzen. Das zeigt einen sofortigen Effekt. Um das zu tun, klicke auf eine Person und dann auf Objekt benutzen. Benutze so die Kaffeetasse. Ah. Schicken. Verunglücktes Flugzeug. Zum Lagerfeuer schicken. Objekt benutzen. Erschöpfung, Depression. Was sonst? Hm.
Eine Tasse Kaffee, Erschöpfung von Bob, Depression von 27 auf 17 und Erschöpfung von 4 auf 0. Alles klar, super. Vergiss nie, deine Spezialobjekte zu benutzen. Sie machen das Leben oft viel einfacher und sie sind für alle erhältlich. Du hast auch einen neuen Bereich der Insel entdeckt. Lass uns nachsehen, was es dort gibt. Okay, wenn du deine Charaktere entsendest, um die Insel zu erkunden, kannst du neue Gebiete freischalten, die jederzeit besucht werden können. In jedem Quadrat gibt es ein Objekt und ihre Standorte werden bei jedem neuen Spiel zufällig gewählt. Du kannst frei mit den Objekten interagieren. Es vergeht zwar keine Zeit, aber es besteht die Möglichkeit, von einem bösartigen Tier angegriffen zu werden. Oder etwas anderes. Den Ausgang entscheidet die jeweilige Fähigkeit des ausgewählten Charakters. Wenn du mit dem Objekt fertig bist, geh zurück zu dem Lager weiter. Sorry, dass ich das jetzt nochmal machen muss. Oh. Aber ich finde die Soundeffekte auch so irre laut. Ich weiß nicht warum. Wir haben eine Machete gefunden und sonst nichts. Ich würde die gerne nehmen. So. Gehe zurück zum Lager und klicke auf Weiter, sobald du bereit bist. Achso, nee, warte. Dann möchte ich gerne, dass sie das erkunden. Ich jetzt schon mal weitermache. Okay. Oh, minus 8 Hertz. Was heißt das? Oh, neue Eigenschaft entdeckt. Bob ist Heimwerker. Handwerk, diese Fähigkeiten entwickeln sich schneller. Unser neuer Handwerker. Okay. Alejandro, okay, das war gute Arbeit von jedem. Ich weiß, es war schwer, aber wir haben es geschafft, etwas zu essen in diesem verdammten Flugzeug zu finden. Alice, ich bin sicher, wir finden noch mehr, wenn wir weiter alles absuchen. Bob, aber die Nahrung im Flugzeug wird nur ein paar Tage reichen. Danach müssen wir auf unseren eigenen Beinen stehen. Weiß jemand, wie man jagt? Jacob, ich weiß es, aber nicht mit bloßen Händen. Alejandro, nun, ich muss einige Werkzeuge finden oder herstellen. Lass uns die Nahrung aufteilen, die wir eben gefunden haben. Alice, wir sollten unsere täglichen Mahlzeiten rationieren. Winters, und Wasser auch. Ein durchschnittlicher Mensch stirbt nach 3 Tagen ohne Wasser. Alice, ein erschreckender Gedanke. Iliana, mach dir keine Sorgen. Wir können Saft aus Früchten machen. Die Insel liegt im Dschungel, wir werden viele finden. Alejandro, ja, das ist eine sehr gute Idee, die Iliana heute hatte. Wir werden viele Früchte brauchen, wenn wir überleben wollen, bis Hilfe eintrifft. Julia, was für Hilfe? Alejandro, nun ja, die Hoffnung darf man nicht aufgeben. Wir sollten weiter versuchen, den Dschungel zu erkunden. Vielleicht lebt dort jemand. Julia, ja, und wenn wir einen großen Tiger finden, dann sind wir alle tot. Alejandro, sei nicht immer so negativ. Alice, nun, morgen ist ein anderer Tag. Gute Nacht. Alejandro, gute Nacht, Alice. Ich weiß nicht, ob ich die Namen weiterhin davor sagen soll. Ich denke schon, oder? Jede Nacht, oder fast jede, werden deine Charaktere sich unterhalten. Es gibt gewisse Bedingungen, die diese Dialoge auslösen und zufällige Elemente, die eingebaut wurden. Es gibt also bei jedem neuen Spiel andere Dialoge. Du musst jetzt die Nahrung zwischen deinen Charakteren aufteilen. Jede Person isst nur eine Mahlzeit pro Tag, also wähle weise. Okay. Hungrig. Wer hat denn am meisten Hunger? Die Kleine, ne? Und der Alejandro. Die Ärztin ist ultra wichtig.
Wir haben ja für alle genug. Okay, aha, ist depressiv und schläfrig. Ist depressiv und schlecht. Julia ist schlecht gelaunt und erschöpft. Ui. Na, ihr macht ja jetzt Haier. So. Wusstest du schon, bei verderblichen Lebensmitteln besteht jede Nacht die Chance, dass sie verderben? Leckere Mahlzeiten werden zu Mahlzeiten, diese werden zu kaum genießbaren Nahrung und diese verwandelt sich schließlich in verdorbene Nahrung. Außerdem verringert sich das Feuer in einer Intensität. Wenn die Intensität auf Null fällt, verliert die Gruppe ihr Feuer. Du kannst es wieder herstellen, wenn du die benötigten Ressourcen hast, aber sie sind sehr selten auf der Insel. Um das zu vermeiden, sollst du das Feuer jeden Tag füttern. Und dieses Lagerfeuer hält dich nachts warm, verjagt Mutti, lass es nicht ausgehen. Jede Nacht verringert sich die Intensität um 20-30%. Mutiere nicht mehr. Ja, erstmal. Abschließende Tipps. Wenn du mehr als eine Person eine Aufgabe zuweist, hängt ihre Effektivität von ihren Fähigkeiten Beziehungen ab. Diese Beziehungen entwickeln sich eigentlich immer gut, aber es gibt auch eine geringe Chance, dass sich Personen stattdessen streiten. Jede Aktion ist mit einer oder mehreren Fähigkeiten verbunden und diese entwickeln sich jedes Mal automatisch, wenn sie verwendet werden. Wenn eine Fähigkeit genügend Fortschritte gemacht hat, wird sie im Level erhöht und die Person gewinnt Bonusfähigkeiten, die du frei unter ihren Fähigkeiten verteilen kannst. Viel Glück, viel Spaß. Ja, ne? So. Die Julia, ja, die wird sich jetzt erstmal ein bisschen hinsetzen. Die Alice geht jetzt mal sammeln. Ja, die beiden Mädels, die können eigentlich da bleiben, ne, direkt. Ich mag das, so wie das hier gerade aufgeteilt ist. Obwohl, nee, oh, er muss sich ausruhen, definitiv. Die müssen sich alle mal ausruhen, ne? Hier. Unsere Jungs hier. Okay. Haben wir jetzt den Schlafplatz gebaut oder nicht? Pass auf. Ah. No. Na dann komm mal. Wir haben eine Axt gefunden. Okay, die Ärztin kann noch. Oh, Alejandro wird nie krank. Das ist ja interessant. Okay, Bob. Bob ist jetzt unser Handwerker. Der löst jetzt hier die Kleine ab. So. Julia kann jetzt ein bisschen lesen. Jawohl. So, die schicke ich jetzt wieder weg. Der Alejandro und der Jacob. Und der Juri auch. Ich habe ein Dingens erkundet. So, oh, wir haben einen Korb des Fischers. Das ist sehr gut. Wer wird diese Aktion ausführen? Durchsuchen. Suchen 50, 400, ja, Juri. Du wirst von dem Geruch fast ohnmächtig, aber es gelingt dir, etwas aus dem Fischerkorb zu stibitzen. Ah, scheiße. Ah, mein Gott.
Ja, genau. Dann macht man eben. Sie findet noch ein bisschen Holz und Seil und so. Stoff, ja, super. Ah, Essen ist auf jeden Fall wieder gesichert, glaube ich zumindest. So, hier möchte ich jetzt endlich fertig werden. Immer noch nicht. Die Ärztin muss sich definitiv mal ausruhen. Gutes Auge. Okay, Julia hat ein gutes Auge. Ja, der OP muss ich mal... Alice. Also, Alejandro, wo kommst du her? Alejandro, ich habe geglaubt, dass ich schon ein Leben lang dort gelebt habe, wo ich arbeite, aber ich komme ursprünglich aus Barcelona in Spanien. Alice, hast du Familie dort? Eine Frau? Kinder? Alejandro, nein, ich war mit meiner Arbeit verheiratet, aber ich habe viele liebe Freunde zu Hause. Ich wollte sie alle drücken. Es ist schon 10 Jahre her, dass ich zu Hause war. Alice, das ist traurig. Ein nett aussehender Mann wie du in guten Verhältnissen. Die Mädchen müssten eigentlich Schlange stehen. Alejandro, ich hatte einige Freundinnen, wenn du das wissen wolltest, aber die richtige habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht war die Zeit dafür noch nicht reif. Alice, oder vielleicht hattest du auch nur Angst. Aber mein Lieber, ich bin mir sicher, dass du die richtige noch finden wirst, wenn wir von hier wegkommen. Ich wäre hocherfreut, wenn mein kleines Mädchen sich einen Gentleman wie dich aussuchen würde. Ich sehe mich schon für meine Enkel Socken stricken. Alejandro, ja, wenn wir von hier wegkommen. Das ist der Haken. So, plus 10. Alice' Meinung über Alejandro, Depressionen von Alejandro, von 0 auf 20 gestiegen. Naja. Naja, Essen verteilen, genau. So, wir haben noch Früchte. Wir haben 10-mal Fisch. Ist scheiße, aber... Oh, sieht nicht genießbar aus. Erhöht den Krankheitswert von 0 auf 2. Eieieiei. Ich würde den Fisch aber essen, weil... Ja. Weil halt, ne? Er weg muss. Und es gut ist, wenn er weg ist. Egal, ob er krank macht oder jetzt nicht. Ah, sie hat ein bisschen mehr Hunger. Wer hat noch Hunger? 5, 8, Juri, 9. Oh, die Ärztin. Ja gut, das war's jetzt erstmal. Feuerintensität. Übrig, Wasservorräte, 51 übrig. 3 von deinen 9 schmackhaften Mahlzeiten haben sich verringert auf Mahlzeit. 2 von deinen 4 Mahlzeiten haben sich verringert auf kaum essbares Zeug. Depressiv und schläfrig. Ilana ist erschöpft. Jacob ist erschöpft. Winters ist depressiv und erschöpft. Also Alejandro, Ilana, Jacob und Winter müssen... Juri ist schläfrig, oder ist schlecht gelaunt. Ach du Scheiße. Ah, okay. Alice, was ist denn mit dir? Info. Depression 17, Erschöpfung 17. Objekt benutzen. Nee. Sie kann da noch weitermachen. Winters muss sich definitiv hinsetzen. Ja, und die Kleine muss auch da bleiben. Da geht gar nicht anders. So, ich würde das jetzt erstmal so wieder lassen. So, das machen wir auch mal eben. Ach, hier kann man das Inventar... Ah, ja, okay. So, Feuerintensität überprüfen. 83 lassen wir jetzt erstmal. So. Das gehen wir mal überprüfen. Feuchter Koffer durchsuchen. Untersuchen. Aha. Durchsuchen. Wer soll den durchsuchen? Sie hat... Julia hat ein gutes Auge, ne? Ja. Ne, suchen 52. Hier. Der Juri wieder.
Kann etwas Nützliches in einem Touristenkoffer sein? Nun, du hoffst es zumindest. Psychologie? Oh, Schmerzmittel. Sehr gut. Wir haben Schmerzmittel bekommen. Super. Ja. Nun weiter erkunden. Und los geht's, Leute. Macht mich nicht schwach hier. Oh, nochmal Schmerzmittel, super. Pralinschachtel, alles klar. Erschöpfung, Depression, okay. Die Frau ist an der Grenze. Ach komm, ich will fertig werden da. Die Kleine ist charismatisch, okay. Ich finde es ja eigentlich nur fair, wenn die Männer das erforschen gehen, ne? Gut. Machen wir dasselbe jetzt nochmal. Okay, Leute. Und dann müssen sie sich mal alle einen Tag ausruhen, finde ich. Das wäre doch eigentlich mal... Oder? So, jetzt müssen wir mit dem Schlafdingens fertig werden. Jawohl. Wir haben etwas hergeschlafbereich. Das wird uns definitiv weiterhelfen. Nun kannst du bis zu 3 Charaktere in die Aktion Ausruhen zuweisen, um deren Erschöpfung zu senken. Perfekt. Herzchen, Level 2, die Julia. So, die Depressionen sind da weg. Sie ist ein Nerd, okay. Dann ist Lesen für sie perfekt eigentlich. Oh, der Opa muss sich ausruhen. Also der Jacob. Alice, bist du in Ordnung, Süße? Iliana, ja, Alice, kein Problem. Alice, du bist ein tapferes kleines Mädchen mit Blick auf alles, was passiert ist. Aber ich wollte dir noch sagen, du bist nicht allein. Ich werde dir helfen, wenn ich kann. Iliana, ich bin nicht alleine. Mein Vater ist hier und Julia, nehme ich an. Nimmt sie an? Was? Alice, armes Ding. Ich will dich natürlich nicht von deinem Vater trennen. Aber weißt du, wenn er wütend auf dich ist und du Angst hast, kannst du es mir sagen. Ich werde da sein, um dich zu beschützen. Oh mein Gott, hä? Iliana, mein Vater? Wütend? Ha, du kennst ihn nicht. Ich brauche keinen Schutz, zumindest nicht vor meinem Vater. Alice, du bist so unschuldig, meine Liebe. Das ist süß. Es ist herzerwärmend, aber man weiß ja nie mit diesen Typen. Iliana, ich weiß nicht, was du damit sagen willst, aber es fängt an, mich zu ärgern. Gute Nacht. Oh, Iliana scheint ein bisschen pissig zu sein auf Alice. Und Alice, ja, die hat mehr Zuneigung gekriegt zu Iliana. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass Alice bis jetzt die Einzige ist, die mich so ein bisschen abfuckt hier. So. Ja, wer kriegt denn den Fisch? Wer kriegt denn den Fisch? Oh. Ah, die sieht nicht ganz gut aus, ne? Pass auf, Ding. Jeder kriegt noch ein bisschen Suppe hier. Wir müssen mit allem auskommen, was wir haben, Leute. Mit allem. Ob wir krank werden oder nicht, ich versuch's einfach mal. So. Ja. So, das reicht erstmal, würde ich jetzt sagen. Sehr erschöpft. Sich von mir so ein Körper, aber der depressiv erschöpft. Okay, gut. Das werde ich ja dann später sehen. Ja, so. Erschöpfung. Pass auf, da ist aber einer, der ist sehr stark erschöpft und das ist der Jacob.
Den gebe ich jetzt mal die Ausruh-Dingens. Na, die Männer sind allgemein sehr erschöpft, ne? Fähigkeiten. Oh, wir haben hier Alejandro, weil er Level 2 erreicht hat, können wir den jetzt Fähigkeiten zuweisen. Aber das machen wir in der nächsten Folge und ich sage erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. We're not at the range, oh no.